Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Quest 11. Wir sind nicht wie dieses Boot gestrandet, nehme ich mal an. Die Sandinseln. Schön. So ein bisschen Salzablagerung. Oh, da hinten glitzert was. So schön hier. Da würde man auch gerne Urlaub machen. Vor allem Muscheln mitnehmen. Oh, hier ist sogar eine Schatztruhe. Hä? Eine Mini-Medaille. Yay. Ja. Mir scheint es hier auch nicht so zu geben. Na, Jade, was sagst du? Was für ein seltsamer Ort, fast wie in einem Traum. Wow. Oh Schätzchen, du bist wirklich liebster Kai. Seit unserem Abschied vor so langer Zeit schon sehne ich mich dir herbei. Ich bin kein Kai. Sie ist ein Mädchen und ja. Ich bin eigentlich auch ein Mädchen. Körper eines Jungen wohl. Hey, was fällt dir eigentlich ein, uns so zu erschrecken? Und du brauchst auch gar nicht so enttäuscht zu gucken, wenn du uns siehst. Oh. Okay, sie ist einfach hochgejumpt und sie hat einfach pinke Haare. Sie ist eine Meerjungfrau. Moment, bist du etwa eine Meerjungfrau? Wie seltsam, ihr habt weder versucht, mich zu fangen, noch habt ihr laut geschrien. Ihr seid anders als die meisten Menschen, denen ich bisher begegnet bin. Ich heiße Marielle. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. Ich dachte nur, mein Kai wäre wieder da und geriet schon ins Entzücken. Einfach unglaublich, ich rede mit einer echten Meerjungfrau, aber wer eigentlich ist dieser Kai, von dem du ständig sprichst? Er ist ein Fischermann aus Lamentia. Sein Herz voll Sanftheit. Er versprach sich, hier mit mir zu treffen, am Tage unserer Hochzeit. An eurer Hochzeitstag? Ich dachte nicht, dass Menschen und Meerjungfrauen überhaupt heiraten können. Das dachte ich anfangs auch, dass ich niemals mit ihm vereinzeln könnte, dass die Bürden der Meerjungfrauen uns für immer voneinander trennte. Wenn eine Meerjungfrau der See nämlich den Rücken kehrt und sich zum Lande niedersetzt, löst sich auf und wird zu Schaum, falls jemand Wasser ihre Haut benetzt. Doch als Kai sagte, es würde nichts daraus, dass wir gemeinsam an Land gingen, meinte er, Elle, dann musst du mir eben das Schwimmen beibringen. Also bat ich um den Segen der Meerjungskönigin. Nun darf Kai bei mir in Nautica leben und zieht alsbald dorthin. Ah, das ist ja eine wunderbare Neuigkeit. Herzlichen Glückwunsch. Doch er hatte vor, sich hier von mir mit zu treffen, wollte mit mir zusammen sein. Und ich warte schon seit Ewigkeiten ganz allein. Er will sein Wort nicht brechen. Das sah ihm gar nicht ähnlich. Doch je länger er fortblieb, desto besorgter bin ich. Ich weiß, das klingt jetzt dreist, aber ich bitte euch, ihr müsst mich verstehen. Wäre es möglich, dass ihr nach Elementia reist, um dort nach meinem Kai zu sehen? Du stammst zwar also vom Meeresgrund. Dort hinunter ist die riesige Perle aus der Erzählung gesunken. Ich frage mich. Wie wäre es damit, wenn wir nach deinem Verlobten sehen? Wirst du uns dann zu deiner Königin bringen? Als Lohn für solche Güte wäre ich doch das Mindeste, was würde ich denken. Ich werde euch mein Lied anstimmen und euer Schiff mitsamt Besatzung wie sicher versenken. Wenn irgendjemand weiß, was mit diesen richtigen Perlen wirklich auf sich hat, dann die Meereskönigin. Falls uns ganz eine weitere Kugel anbringt, wäre es die Mühe doch wert, oder? Ja. Danke, ich danke euch allen. Wirklich sehr. Ich wäre zutiefst verbunden. Ihr sucht ihn am besten im Dorf Lamentia. Es liegt von Onsen aus gesehen Süden. Ich trage den Ort auf deiner Karte ein, den ihr sucht. Ihr müsst durch eine Höhle gehen und dann gelangt ihr in eine wundervolle Bucht. Mein Kai ist als Fischer vielen bekannt. Er ist rau wie der Ozean. Ein kerniger Typ, voll lodernder Leidenschaft. Eben ein waschechter Seemann. Oh, wie peinlich, hihi. Dass ihr ihm nicht auf die Nase bindet. Ich will meinen Schatz endlich heiraten. Bringt euch her, wenn ihr ihn findet. Okay, ja, wir werden uns Mühe geben, ihn zu finden.
Gut, dürfen wir dann von dannen ziehen? So. Ja. Ja. Puerto Valor. Keine Ahnung, was da stand. Schauen wir mal auf die Map. Okay, wir müssen jetzt einmal unten rumsegeln. Geil. Die Insel macht meiner Meinung nach jetzt noch keinen Sinn. Ach ja, hier gibt's Gegner. Manchmal verdränge ich Sachen sehr gut. Fettbacker. Rostfritze wurde besiegt. Yay. Schön. Wir sind sehr schnell unterwegs, weil es regnet. Das ist nie gut. Wenn es so Regen gab und ich so auf dem Boot gefahren bin bei Wind Waker, dann erschien ein Riesenkrake und wollte mich killen. Ähnlich wie hier. Check halt an. Scheiße. Alter, der ist so richtig krass, aber mit seiner dunklen Magie. Au. So, jetzt haben wir nur noch das Krabbenvieh. Hits. Krabada. So. Erik ist aufgestiegen. Nice. Nee. Muss die Leute jetzt dann auch mal einkleiden. Die Hochsee Süden. Da chillen ein paar Boote. Da kommen mal wieder Gegner. Hallöchen. Also Jade hat schon einen krassen Angriff, muss ich durchaus zugeben. Säusel. Ich kann da nicht wieder auf die gewohnte Gruppe umstellen. Au. Wiederholungsheilen. Es hat nicht so viel Sinn, weil der Kampf gleich zu Ende ist. Danke, das macht mehr Sinn. Au. So. Die Gruppe von Gegnern wurde besiegt. Okay, dann möchte ich mal ganz kurz unsere Gruppe ändern. Verschiedenes. Aufstellung, und zwar wir tauschen Rionaldo mit Erik. Veronika kommt hier hin. Und die Serena ist auch wieder dabei. Weil die anderen hier keine MP mehr haben. Kann man recht gut so tauschen. Zecke, grüß lassen. Hier solltet ihr nicht verweilen. Diesen gefährlichen Gewässer. Segelt weiter, okay. Das müsste schon Lamantea sein, ja. So ein süßer Vulkan da im Hintergrund. Ach, der Freude. Ja, das ist ja von uns, den wir schon gesehen haben, glaube ich. So, da sind wir an Land. Wie? Wattkraut. Dann einmal noch da oben. Werden wir jetzt begrüßt? Da sind Kanonen. Und da kann ich einkaufen, das ist schon mal wichtig. Damit sollten wir in Lamentier sein. Yay, ganze Gruppe am Start. Ah, da wären wir also mit wunderschönen Lamentier. Ein Paradies am Meer, das Marielle zufolge die Heimat der hübschesten Perlen auf der ganzen Welt ist. Oh, Perlen! Hellblaue Wellen, rein weißer Sand und fabelhafte Juwelen. Die sind einfach so im Strand herumliegen. Meine Lieben, das ist wirklich das gelobte Land. Eine alte Frau rennt halt hier rum. Das ist halt. Da ist noch eine alte Frau. Obwohl es nicht ganz so verheißungsvoll aussieht, wie ich erwartet hatte. Wo sind denn alle? Irgendwas ist hier faul, aber wir sollten nicht unser Problem sein. Suchen wir diesen Kerl und verschwinden dann wieder.
Ich glaube, das würde uns schon interessieren, was hier faul ist. Ich möchte shopping gehen. Shopping. Das Wichtigste am Tag ist das Shopping gehen. Schau mal, da kann man einfach hinten in den Laden einbrechen und die Lager stehen. Das ist doch schön. Heiße Waffen. Handklinge. Die wir gerade eben tatsächlich schon bekommen. Ich könnte mal schauen, ob die irgendwie brauchen kann. Braucht die jemand? Ja, du brauchst sie. Du bist ja hier die Magierin. Du auch. Du bist offensiv. Hier kann... Ach so, jetzt sind denen ihre Inventare wohl voll. Y. Ja. Y. Voll scheiße, wenn die das immer mit sich rumtragen. Dann haben die ja keinen Platz, sich umzuziehen. So, jetzt. Ausrüstung. Wo sind wir denn? Ronaldo waren wir. Offensiv. So, du bist auch offensiv und du bist verteidigt. Du bist Magie hier. So, dann schauen wir mal ganz kurz in die hübsche Schmiede. Ich war ein bisschen geschmeidige Schmiede, sagen so. Schauen wir da schon rein, was da so Neues gibt, was ich unbedingt haben muss. Maximales Potenzial. Und wir haben den Knisterkracher. Da kann ich es nochmal warm werden lassen. Neue Anleitung ausprobieren. Brandklinge. Für Rionalo eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit. Das können wir eh nicht herstellen. Das wäre schon nice. Okay, dann machen wir jetzt erstmal die Brandklinge. Ja. So. Okay, ein doppelter. Nein, ein Zwillingsschlag, genau. Nochmal ein Zwillingsschlag. Ja gut, den Rest schmiede ich dann wohl selber. Und da machen wir mal. Okay, ja, ich darf jetzt nicht aufhören. Finessen. Ein doppelten Trescher. Nochmal wohl ein doppelten Trescher. Okay. So, dann brauche ich noch einen blitzschnellen Schlag hier oben. Versuchen es hier auch nochmal mit dem schnellen. Okay, aber fertigstellen. Ja! Damit hätten wir dann eine neue Klinge. Eine Brandklinge. Perfekt. So. Plus 3 sogar. Hier werde ich mir jetzt wahrscheinlich einheimsen. Damit irgendwie anders mein altes abgelegtes Zeug kriegen. So, was haben wir denn noch? Ein Schirmstock. Für die gute Serena. Wenn Serena das möchte, kriegt sie einen Schirmstock. So, da können wir einfach hier immer den Zwillingsschlag machen. Also, sieht auch irgendwie komisch aus, um ehrlich zu sein. Jetzt hätte dieser Stock eine Krankheit. Okay, dann wohl nur das obere. Ich mach mal lieber einen Blitzschnell. Okay, ja, fertigstellen. Ja. Manchmal kriegt man es halt einfach nicht perfekt hin. Ist auch ein bisschen Glückssache mal. War das schon mal gelungen? Plus 1. So. Dann haben wir noch ein. Das da können wir nicht machen. Dann stellen wir das noch her. Ein Allzweckgürtel. Why not? So. Da können wir Willingsschläge ein paar Mal machen. Okay, dann auf die Stelle mal ins. Okay, dann mache ich hier unten mal normale Schmied noch. Okay. Und einen blitzschnellen Schlag hier oben. Noch einen blitzschnellen Schlag hier unten. Alles auch perfekt. Wie das jetzt gegangen ist, keine Ahnung, aber wir haben es geschafft. Perfekt. Ein Allzweckgürtel plus 3. Gut. Dann können wir ja gehen. Dann. Und ich schaue uns schon ganz böse an, weil wir hier nichts kaufen irgendwie. Ja, ich wusste auch, ich heim's mir früher oder später die Brandklinge ein. So, Magie. Du bist offensiv. Du bist auch offensiv. Und du bist wieder Magie.
Gut, so, dass du mich nicht länger böse anschauen musst. Hast du irgendwas, was ich haben möchte? Der Rionaldo muss es so. Es ist halt ein B-Händler mal wieder und das ist echt geil. Das ist halt 8000, gell? Aber das wäre jetzt halt echt wert. Ich investiere mal ein bisschen in unsere Zukunft. Ich. Ja. Flügeldrache, nein, du kriegst jetzt keinen neuen Zauberstab. Ihr kriegt jetzt nichts Neues mehr. Wir müssen jetzt ein bisschen sparen. Wir haben ja hier eine bessere. Ich bin ja besser geworden. So, dafür kriegt der Erik die bessere Brandklinge und der Rionaldo kriegt die Brandklinge, die er immer schon haben wollte. Darüber sollte er sich abfreuen und nicht so viel rumholen. Und jetzt will ich mal einen Priester, das wir speichern können. Weil ich die Folge beenden möchte, gerne. Ich glaube, der war ganz weit oben. Okay, da ist er. Oh, Szene. Eine Frau mit einer Kiste und Kinder. Sieht nur, Tantchen ist da. Gleich geht's los. Okay. Ich höre dir auch alle zu, dann erzähle ich euch die Geschichte des schrecklichen Fluchs, der unser Dorf schon vor langer Zeit befallen hat. Der Fluch eines gerissenen Geschöpfs ist mit den Andes so schön wie eine Perle, doch ein Herz so schwarz wie Kohle. Fangen wir also an. Das ist jetzt die Ganon-Story. Das sieht ein bisschen aus wie bei Wind Waker. Es war einmal ein meisterlicher Fischer, der in Lamantia lebte. Er fing mehr Fische und sammelte mehr Perlen als andere Männer des Dorfes. Der Dorfvorsteher von Lamantia mochte diesen Fischer sehr gerne und bot ihm die Hand seiner geliebten Tochter an. Und der Fischer und die Tochter des Dorfvorstehers erklärten einander heiraten zu wollen und das Dorf sah einer strahlenden Zukunft entgegen. Bis zu dem Tag, an dem der Sturm hereinbrach. Der Fischer geriet in ein schreckliches Unwetter. Er wurde mitsamt seines Fangs im Meer geschleudert. Als er hinabsah, sah er die Perlen, die er gesammelt hatte, um sich herum leuchten wie Sterne. Das Licht schwand und er machte sich darauf gefasst, bald seinen Schöpfer gegenüber zu stehen. Stattdessen begegnete er ihr, einer Meerjungfrau, die schöner war als alle Wesen, die er je gesehen hatte. Sie hielt ihn in den Arm und flüsterte ihn ins Ohr. Ich werde dir dein Leben geben, wenn du mir deine Seele gibst. Oha. Viele Tage vergingen und der Fischer kehrte nicht zurück. Die Bewohner des Dorfes hielten ihn für tot und veranstalteten eine Bestattungsfeier am Strand. Doch als sie gerade damit begann, seine Seele mit ihren Gesangen ins Jenseits zu geleiten, tauchte er auf, erschöpft, aber lebendig. Die Tochter des Dorfvorstehers war überglücklich darüber, dass sie ihren Geliebten wieder hatte. Sie blieb Tag und Nacht in seinem Krankenbett und pflegte ihn gesund. Aber der Fischer war nicht mehr der Mann, den sie kannte. Er starrte den ganzen Tag nur aufs Meer hinaus und murmelte ständig vor sich hin: Ich muss diese Meerjungfrau heiraten. Eines Tages stieß er dann seine verlobte Zeit und rannte zum Hafen, wobei er schrie: Ich muss zurück zu ihr. Der Dorfvorsteher war außer sich vor Wut. Er verbannte den Fischer aus dem Dorf und verbrannte sein Boot, damit er nie wieder in See stechen konnte. Und so verbrachte der Mann, der einst der Stolz von Lamantia war, den Rest seiner Tage allein am stillen Strand, heimgesucht von Erinnerungen an die Meerjungfrau, die seine Seele gestohlen hatte. Oh, die Meerjungfrau hat uns das ein bisschen anders erzählt. Das war es für heute, Kinder. Den Rest der Geschichte erzähle ich euch morgen. Meerjungfrauen sind gruselig. Wow, die Meerjungfrau kommt, um unsere Seele zu stellen. Da auf. Seid gegrüßt, Freunde. Kann ich irgendwas für euch tun? Möglicherweise, wir suchen nach dem Fischer namens Kai. Wisst ihr, wo wir ihn finden können? Hey je, was für ein Zufall. Ihr sucht bestimmt meinen Sohn Kainui. Seid ihr Freunde von ihm? Leider ist er gerade nicht hier. Alle Männer sind nach Westen gesegelt, um gegen den Riesenzinnfisch zu kämpfen, der in letzter Zeit immer wieder unsere Boote angegriffen hat. Wenn ihr die ganze Sache etwas beschleunigen wollt, könnt ihr ja vielleicht helfen. Sobald dieses Monster besiegt ist, kommen bestimmt alle wieder zurück zum Dorf.
Aber seht euch vor, Freunde. Der Tintenfisch da draußen auf See nicht die einzige Gefahr. Lasst euch nicht vor einer listigen Währung vor den Kopf verdrehen. Ihr könnt den Verstand verlieren. Okay, keine Ahnung, was abgeht, weil die Meerjungfrau war doch eigentlich voll nett. Und verliebt. Aber vielleicht war das ja ein anderer Kai. So, keine Ahnung. Okay, wir speichern an dieser Stelle und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Dragon Quest 11. Bis dahin, tschüss.